Hi Leute und willkommen zurück bei Uncharted 3 Drake's Deception. Ja, wir sind ja hier in Jemen angekommen und auch Elena ist wieder aufgetaucht, hat uns abgeholt. Und ja, jetzt müssen wir ein paar Forschungen anstellen hier im Jemen. Ob wir vielleicht irgendwann Drake's Schatz doch nochmal auf die Spur kommen. Und dementsprechend würde ich sagen, gehen wir gleich mal voran, nachdem ich hier alles nach Schätzen abgesucht habe. Ja, denn Sully und... müssen wir in die Altstadt. Das hier ist die Neustadt? Naja, relativ. Die Stadt wurde vor mindestens 3000 Jahren gegründet. Also gut, geh vor. Persönlich würde ich ja auch gerne mal in den... Seht ihr den Turm da vorne? Ja, sicher. Die Altstadt. Da müssen wir hinkommen. Persönlich würde ich ja auch gerne mal so in Jemen oder nach Syrien oder so. Das Problem ist ja nur, dass ja alles so zerrissen, so kriegsgeplagt, dass es eigentlich auch schon gar nicht mehr schön ist. Aber wenn das irgendwann mal wieder vorbei sein sollte, alles wieder ruhig ist, dann hätte ich da schon mal Bock. Denn die ganze Kultur, die ganzen Städte da, die finde ich einfach richtig geil und richtig alt und richtig, was soll ich noch sagen? Jetzt müsst ihr euch benehmen. Nur genial. Ich mein's ernst. Die Polizei patrouilliert hier überall und Aufmerksamkeit können wir nicht brauchen. Kein Ding. Deswegen würde ich das gerne mal selber sehen. Mit der... auch mal eigenes Augenmerk drauf zu werfen. Genau wie Istanbul, das fand ich auch sehr geil, da war ich ja schon. Aber die hier scheinen noch viel geiler zu sein, diese Städte. Wenn sie bis dahin noch leben, wenn da alles mal vorbei ist. Okay, sie haben wohl die Straße abgesperrt. Ich schau mal, was sich machen lässt. Ihr bleibt hier. Na sichi, wir warten. Sag mal, sie trifft ihn noch. Oh ja, Mamu scheint, hilft das hier unten sehr. Was ist das? Keine Ahnung. Und? Okay, schlechte Nachrichten. Sie lassen niemanden durch. Hey, wir versuchen's hier. Ich kenne einen anderen Weg. Natürlich, es wäre auch viel zu einfach gewesen. Was ich nur in diesen ganzen Ländern beziehungsweise so ein bisschen befremdlich finden ist, dass man sich da immer so vollkommen zugeknöpft kleiden muss, auch wenn es richtig heiß ist. Aber gut, das ist halt deren Kultur, ne? Das ist, muss man halt akzeptieren. Ah, er macht auf. Sehr schön. Zum Glück haben wir dich. Ja, ganz sicher. Gut. Warum trägt Nate eigentlich immer dreckige Kleidung? Auch wenn er ganz frisch aus der Dusche kommt, beziehungsweise aus dem Flugzeug steigt, der ist doch nicht im Flugzeug damit schon rumgeflogen, oder? Ah, ein Schatz. Ein goldenes Armband aus Jemen. Soll noch mehr wollen. Ja, anscheinend kommen wir hier auch nicht durch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Dann nehmen wir nochmal die Leiter hier, ne? Hey, hier hoch. Es muss noch einen anderen Weg geben. Wird ja nicht ganz umsonst hier sein. Ah, ich fürchte, ich habe auch schon gesehen, wo es wieder weitergeht. Okay. Bei euch alles klar? Ja, wir kommen. Na gut. Dann macht mal schneller. Wir essen zeitig. So, ein schönes altes Haus aus Jemen. Ach komm, das ist eine Abkürzung. Schon okay. Ist aber nichts kaputt. Das sagt Drake. Macht aber nichts kaputt. Genau der Richtige sagt ja, das. Ja, wir sind richtig. Ist das so? Woher weißt du denn das? Aha, weil hier eine Leiter ist. Genau, deswegen weiß er das, dass wir hier richtig sind. Naja, bitteschön halt, ne? Oh, hallo. Und da ist der Turm. Okay, da unten. Diese Gebäude waren schon hunderte Jahre alt, als Francis Drake lebte. Gut, nicht schlecht. Hey, Nate. Talbot. Wer?
Er hat Cutters Notizbuch. Was? Halt, was? Charlie, Cutter? Keine Zeit. Sully kann alles erklären. Ja, Moment mal. Wir sehen uns unten. Drake, was hast du vor? Nichts Gutes anscheinend. Tja, ist jetzt die Frage, ob ich ihm folgen muss oder ob ich ihm das Ding abnehmen muss. Ich fürchte abnehmen. Was frage ich eigentlich? Aber das wird doch nicht so einfach gehen, wie es aussieht. Dazu kenne ich das Spiel doch viel zu gut. Wir werden doch gleich irgendwo abstürzen, direkt vor seine Füße fliegen. Und dann keine Chance mehr haben, irgendwas zu machen. So, hier runter. Okay, da geht er rein. Schnell runter. Und hinterher. Wobei hinterher gar nicht so gut ist, wie ich finde. Na gut. Und das Ende vom Lied wird doch wieder sein, wir haben den ganzen Jemen in Schutt und Asche gelegt. Au! Sie wissen nicht, wann es genug ist, was? Dann mal los! Au! Nicht so fies werden, bitte. Immerhin etwas. Auf wen? Oh nein. So, ein Notizbuch haben wir. Jetzt müssen wir noch so ein bisschen rumschlagen, ja? Na gut, machen wir mal. Ich hab grad Bock auf eine Schlägerei. Und Kontern, jawoll, immer mitten in die Fresse rein. Dun, 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 dun. Und Kontern! Wie viele sind denn hier noch? Okay. Der will mich wohl ganz lieb haben. Hm. Bam. Au. Da habe ich aber gekontert. Eindeutig. Nichts kaputt machen, Drake. Ach nö, da kommt wieder so ein Dicker. Au. Au. Ey, ich habe doch gekontert. Wie oft denn noch? Na gut, das ist jetzt natürlich dumm, wenn ich die ganze Zeit konnte. Scheiße! Naja, ich kontere und jetzt hau ich dir die Fresse. Blöd, Mann. Jawohl, nochmal, nochmal und. Oh! Der Schwinger mit der Rückhand. Daneben und der Tritt ging auch daneben. Komm, Drake, mach ihn platt! Mach ihn platt! Oh, au! Glück gehabt. Und kontern, jawohl, ja. Sieht gut aus. Sehr schön. Unmenschenschläger. Ich habe 3 von ihnen geplättet oder was? Oh nein. Hallo. Das ist natürlich dumm gelaufen, dass du gerade mir da in die Quere gekommen bist. Wie sind denn das noch? Ich könnte mal Hilfe gebrauchen. Muss nicht Sully und Elena, wenn man sie braucht. Natürlich, ich habe sie ja zurückgelassen. Ich Dämmlack. Au, Eisenfaust gleich noch hinterher. Oh, hallo. Noch einer? Okay, ist diesmal die Reihenfolge vielleicht anders? Erstmal kam der Dicke und dann der Rest. Nate, mach schon. Nate, mach schon. Was denn? Ach, da seid ihr ja. Hallo. Sully, würdest du mal bitte? Danke. Ja, ja. Ich komme ja schon. Ich hatte gerade eine Schlägerei. Ich bin nicht so schnell. Oh, oh. Ja. Ach, Elena, es ist schön, dich wiederzusehen. Hey, hier rein. Bitte schließen Sie die Tür. Danke. Klärt mich bitte mal jemand auf? Nö. Wer waren die Typen? Und was hat Charlie mit dem Ganzen zu tun? Er hat uns bei der Sache geholfen. Einen Moment. Hat? Ist er tot? Nein, ist nur verwundet. Chloe. Was, Chloe auch? Ja, aber sie stiegen aus, als Cutter sich das Bein brach. Er brach sich das Bein? Ja, zum Glück hat er sich bei dem Sturz nicht das Genick gebrochen. Ihm geht's gut. Ja, also immer noch besser als zu verbrennen. Ich wäre auch gesprungen. Nicht hilfreich. Okay, dann sagt mir jetzt endlich, wonach ihr wirklich sucht. Das. Komm her. Sully, sieh dir das an. Unglaublich sind wir los. Was haben wir da Schönes? Wir sind wohl direkt in den Geheimeingang gestolpert. Oh, wirklich beeindruckend. Ohne Ausrüstung bringt mich da keine 10 Pferde runter. Frag doch den Teppichhändler von eben. Nee, ich meine Knarren, Waffen. Er ist doch gar kein Teppichhändler. Ah. Woher weißt du das? Hey,
Pass aber auf dich auf, okay? Ja. Okay, im Ernst, was erzählst du, warum sagst du mir nicht die Wahrheit? Die Kerle sind nicht wegen historischer Forschung hier und du auch nicht. Es geht um diese Marlowe, habe ich recht? Ja, aber sieh dir das hier an. Ich habe sie endlich. Und es ist, wie ich gesagt habe, das wurde zu dem. Und das brachte uns her. Zu einem Loch in der Erde. Wie immer. Nur vom Feinsten. Komm, gib es zu. Du liebst das hier genauso sehr wie ich. Nein. Nein, nicht mehr. Wirklich? Doch. Na gut, dann... Wie wär's, wenn du einfach gehst? Was, ich? Ich soll gehen? Echt lustig. Schrotflinten? Warum nicht? Was zum... Was? Er hatte nur zwei. Gut, ganz toll. Und hopp. Ein langer, harter Weg. Ja, witzig. Was? Nichts, es wird lang und hart. Wollen wir? Okay, Jungs. Geheimer Eingang zu was? Was ist da unten? Das lässt sich herausfinden. Wie oben, wieder keine Antwort. So auch unten. Hast du was anderes erwartet? So. Ein ausgetrockneter Brunnen oder ähnliches, keine Ahnung. Auf jeden Fall sollten wir hier mal runter. So, ich komme nicht auf die Idee, jetzt einfach hier runter zu springen. Das würde mich wahrscheinlich töten. Deswegen kletter ich hier einfach mal rum. Na komm, jetzt müssen wir uns... Aha, ein Schatz. Genau deswegen habe ich das gemacht. Ich wusste, dass er da ist. Simba-Ring mit Koralle. Jetzt kann ich mich bestimmt noch fallen lassen. Kommt runter. Ha! Guck mal, Elena, hast du eben gerade deine Haare gefärbt? Ja, dass wir richtig sind, Junge. Das ist nur eine Zisterne. Ja, das muss es sein. Hat sich echt eben gerade ihre Haare gefärbt, oder? Was hat Sir Francis eigentlich so weit draußen gemacht? Er war auf einer Geheimexpedition für Queen Elizabeth. Ja, auf der Suche nach Ubar. Ja, dem Atlantis der Wüste. Hier? Unter dieser Stadt? Nein, es ist mitten in der Rub-Al-Khali-Wüste. Hier erfährt man nur, wo man es finden kann. Angeblich. Aha. Ja. Wir haben ganz viele Löcher, wo wir unsere Hände reinstecken können. Wartet mal, das hat Francis Drake auf die Karte gezeichnet. Was hat er auf die Karte gezeichnet? Schaut doch mal. Das sind die gleichen Säulen. Okay. Francis Drake hat das aufgezeichnet, als er hier unten steht war. Steht da, wie wir den Eingang finden? Ziemlich kryptisch, aber ich krieg das schon hin. Die Löcher sind wohl wichtig. Ich wette, wir müssen den richtigen finden. Und wie stellen wir das an? In diesem Raum sind überall Löcher. Es muss noch einen Hinweis geben. Schaut euch um, wir übersehen etwas. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus für den ersten Versuch, oder? Drin scheint eine Art Mechanismus zu sein. Oder auch nicht. Hier der zweite. Und hier vielleicht der dritte. Irgendwas hat mich berührt. Nein, war nicht gut. Definitiv nicht gut. Okay, Karte. Auf der Wand hier ist etwas eingekratzt. Auf der Wand ist etwas eingekratzt. Dann gucken wir uns das doch mal ganz kurz an, was da so eingekratzt ist. Was ist denn das, Sully? Das ist henochisch. Das ist bestimmt von Drake. Kannst du es entschlüsseln? Ja, ich versuch's. Und was steht da? Ach, die Dechiffrierscheibe. Der Mond zeigt den Weg. Der Mond? Hier unten. Ich bleibe auf keinen Fall hier, bis es dunkel wird. Ich wette, es ist ein Rätsel. Ich schreibe es auf die Karte. Du kritzelst auf Sir Francis 400 Jahre alte Karte? Was? Ihn stört's nicht. Ja, andere Archäologen vielleicht. So. The moon shows the way.
Okay, das ist nicht der Mond. Hätte ich jetzt auch nicht als Mond identifiziert. Spinne. Hand mit Auge oder so. Okay, hier ist auch kein Mond. Das ist ebenfalls kein Mond. So, hier hinten sieht man aber wieder nichts. Würde ich jetzt aber auch... Weißt du, was das ist? Ja, glaub schon. Ach, der Mond. Wenn ich hier stehe... Ja. Das passt. Sully, geh an diese Säule. Elena, du nimmst die an der Wand da drüben. Die nehme ich. Okay, nur reingreifen und den Hebel finden. Wirklich? Ich glaube, wir müssen sie gleichzeitig ziehen. Und wenn du falsch liegst? Ja, ich mag meinen Namen, den benutze ich echt häufig. Komm, 3, 2, 1, hopp. 1, 2, 3. Und? Ist das auch der richtige Hebel? War es das Richtige? Guck mal. Irgendwas tut sich. Oh yeah! Ja. Echt beeindruckend. Cool. Oh, okay. Warum die Geheimniskrämerei seit Jahrhunderten? Was sollte Drake für Elizabeth finden? Das wissen wir nicht. Schatz bestimmt. Was sonst? Die Reichtümer einer verlorenen Welt. So einfach ist es aber nie, oder? Selten. Und die Schweine in den Anzügen suchen doch bestimmt auch danach, oder? Ja. Das sind Marlos Männer. Wie gesagt, das würde ich gerne mal in echt sehen. Das sieht so schon richtig geil aus. Natürlich 1080p, 60 FPS. Ein neues Rätsel. Schauen wir uns erstmal ganz kurz in dem Raum um. Ja, noch wissen wir nichts. Dann gehen wir einfach weiter. Komisch. Und was für Symbole? So was habe ich noch nie gesehen. Weiß ich nicht. Das sieht wie ein Mechanismus aus. Ah, okay. Wieder überall verteilt. War das Sir Francis? Wer weiß. Hoffentlich kriegen wir das hin. Sonst kommen wir hier nicht raus. Oh, wird schon. Ich setz einfach mal ein bisschen, ne? Oder was meint ihr, Leute? Einfach mal so erstmal ein bisschen rumprobieren, ne? Ansonsten haben wir eh keine Ahnung. So, das möchte ich jetzt mal hier hinsetzen. Warum, weiß ich nicht. Ich mache das einfach. Ach, schon wieder falsche Taste. Naja, also... Ich glaube, das passt jetzt nicht so ganz. Dann nehmen wir den noch wieder raus. Und packen den... Das passt auch nicht. So. Das ist ein größeres, oder? Wenn wir das hier reinpacken. Nein. Aber da sind ja auch Symbole drauf. Also irgendwo muss noch auf jeden Fall noch eins rumliegen. Okay, und das sieht auf jeden Fall größer aus. Das ist gut. Dann. Ja. Das ist schon mal gut. Dann der hier raus. Nee, nicht der. Der daneben, bitte. Der ja auch nicht, aber gut. Wir werden ihn bestimmt weglegen können. Genau, den raus. Weglegen. Gibt es hier noch andere Zahnräder vielleicht? Oder ist genau passende Anzahl? Das müssten wir nochmal ganz kurz rausfinden. Okay, hier liegen mehrere. Dann das nächste große. Hier rein. Und das sieht doch auch schick aus. Dann nehmen wir das noch. Ja. Welchen Vorsprung? Ich sehe, Elena, welcher Vorsprung jetzt genau?
Jetzt auf jeden Fall erstmal ein Schatz. Und zwar Perlensmaragdbosche. Ganz wichtig. Da auf dem Vorsprung sagte sie. Okay. Ja, jetzt habe ich es auch gesehen. Zum Teufel kommt das denn da hoch? Es muss noch einen Weg geben. Die viel interessantere Frage ist doch, wie zum Teufel ich da hoch? Achso, ich komme hier auch nicht mehr raus. Na gut, dann muss ich ja irgendwie hier auch hochkommen, ne? Da glaube ich passt Sully. Oder? Nee. Ja, hier. Das sieht gut aus. Jawohl, ja. So geht das, so und nicht anders. Und weiter. Und ein letzter kräftiger Schwung. Jetzt hier weiter kriechen. Wo ist denn der Vorsprung? Ich glaube weiter links, oder? Ah, hier werden wir auch sehen, wie es geht. Hey, der Schirm entschlüsselt die Bilder. Was siehst du? Okay, eins ist wohl ein Kreuz. Das andere zeigt vier Kreise. Das gleiche Symbol ist an manchen Zahnrädern. Die Symbole scheinen sich in entgegengesetzter Richtung zu bewegen. Okay. Und was zum Teufel soll das bedeuten? Ja, was zum Teufel soll das bedeuten? Und hier wäre eine Kette gewesen. Ich bin doof. Aber egal, das schaffen wir auch trotzdem. Ja, also ich nehme mal an, wir werden die Kreise und die Kreise und Kreuze nehmen müssen, was wir auch getan haben. Und jetzt drehen wir einfach mal, oder? Okay, so geht es nicht. Ja, das ist richtig. Das sind die richtigen Symbole. Vielleicht sind sie am falschen Platz. War da noch irgendwas mit den Bildern der Wand? Okay, die falschen Symbole. Also machen wir es jetzt mal folgendermaßen. Genau, du kommst da nämlich nicht hin. So, weg. Du kommst da auch nicht hin. Weg. Du kommst bestimmt da hin. Und du... Mit den vier Kreisen, kleines, kommst hier hin. Genau. Jetzt tun wir den hier hin. Ich möchte jetzt alles abwechselnd machen. Bis jetzt passt es ja auch noch. Und wenn wir jetzt das letzte hier hinpacken, dann schauen wir mal. Geht das? Aha, wir haben es. Sehr, sehr schön. Aber hätten wir Rätsel Nummer 1 wohl gelöst. Fehlt noch Rätsel Nummer 2. Hat sich hier was getan? Also die eine Seite... Ah, ja. Bist du sicher, dass sie auf einen Schatz aus sind? Nicht wirklich, nein. Der eine Speer ist weg. Die eine Seite ist auch voller Wasser. Okay. Was sollen die Körperteile? Ach du Scheiße. Ich finde das echt unheimlich. Das ist unlustig. Daran erinnere ich mich nämlich auch gerade wieder. Das ist mehr als nur unlustig. Mehr als nur unlustig. Ich sehe es mir an. Genau. Wir müssen dieses linke Bild irgendwie zusammenfügen. Können wir die hier irgendwie bewegen, die ganzen Sachen? Sieht auf jeden Fall nicht so aus, als ob wir das könnten. Dann... gehen wir erstmal wieder zurück. Werfen noch mal einen Blick.
Sieht voll gut aus. So, so irgendwo gibt es jetzt hier Licht, das weiß ich. Und wir müssen irgendwo das Licht so drauf fallen lassen, dass das so aussieht wie das Bild. Und das ist ätzend. Mehr als nur ätzend. Aber ich weiß auch gerade nicht, wo es weitergeht. Also wie wir hier anfangen. Genau, da oben ist nämlich der eine Mann. Und der anderen müssen wir jetzt quasi richtig drauf fallen lassen. Aber... was kann ich denn hier machen? Eigentlich nichts bis jetzt. Vielleicht wissen Chloe und... kann ich hier irgendwie langklettern? Sieht auch nicht so aus. So, wenn ich hier lang springe, geht sowieso nichts. Ja, und hier fliege ich auch nur runter. Oh, da war ein Schatz. Den holen wir uns gleich. Okay, anscheinend kann uns das Tagebuch auch gerade nicht weiterhelfen. Ein Schatz, den nehmen wir natürlich. Was haben wir bekommen? Eine silberne Anhänger in Kästchenform. Jawohl. Sehr schön. Geht alles nicht. Ah ja, hier. Sehr schön. Sorry, ja. Dein Feuerzeug. Klar, bitteschön. Naja, Sully, du musst ja auch was gut sein, ne? Also von daher. Genau. Und jetzt müssen wir das Ding irgendwo richtig reinstecken. Eins dieser ganz vielen Löcher. Okay, so geht es nicht. Da hat er recht, dass das so nicht geht. Ah ja, okay, vielleicht können wir dann nochmal ganz kurz ins Tagebuch gucken, wie das genau aussieht. Das muss also so eine Swing-Statue sein. Gut. Ja. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Speer. Das könnte natürlich auch einfach von der anderen Seite sein, ne? Okay, das funktioniert auch nicht. Das ist richtig. Gut. Gibt es im Tagebuch vielleicht noch irgendwelche Hinweise dazu? Ancient Sabine. Ach, Ruhe. Ich glaube, ich muss diese Statuenteile am Wandgemälde ausrichten. Das ist richtig. Du glaubst, von der richtigen Stelle aus ergibt das alles einen Sinn? Genau das hoffe ich. Ja, das tut es ja auch, aber die richtige Stelle ist, natürlich ziemlich... also der Speer da hinten sieht doch eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aus. Das sieht doch schon mal halb gut aus. So von hier, oder? So geht es wohl auch nicht. Mal kurz gucken. Ja, aber gar nicht so schlecht. Ich meine, ein bisschen was haben wir ja hier schon. Drake. Es fehlt quasi noch ein Körper, ja. Hey, alles klar da unten? Ja, alles bestens. Ich glaube, ich muss diese Statuenteile am Wandgemälde ausrichten. Ja, musst du wohl.
Moment, fehlt mir noch so ein Oberkörper. Der da vielleicht. Und wenn wir jetzt ein Stück vorgehen. Nee. Auch nicht. Schließen Sie das Wandgemälde ab. Ja. Sind wir lustig. Sind wir alle lustig, ne? Hm. Gut, Leute, ich würde sagen, ich werde mal die Folge an dieser Stelle beenden, werde ein bisschen rumprobieren und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn ich des Rätsels Lösung habe. Also, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ciao, ciao!